einfach so gesagt. Junge, das mache ich. Grüße euch wieder hier zu. Lisa, gute Idee, auf jeden Fall, dass du uns hierher geladen hast. Heute haben wir einen kleinen Brunch-Runde mit am Start. Vlogger sind auch wieder am Start. Zusammen mit Robert und der lieben Sina und da und mit leckerem Essen hier. Nicht wundern, kein Fleisch, das ist vegane Ente. Und auf der anderen Seite haben wir auch was Leckeres. Mhm. Was würdest du meinen? Was ist das Schönes? Ein Wassermann Curry. Ja, es gehört. Jo, wir warten zwar noch eigentlich auf ein paar Personen, auf Tuni und Kuni, die werden auch noch kommen. Aber die haben gerade geschrieben, sie kommen nicht mehr, weil es ihnen zu weit weg ist und so und sie müssen noch einkaufen. Ach. Okay, wir haben gerade abgesagt, also wird es heute ein bisschen eine kleine gemütliche Runde für uns. Jo, das erste Treffen schon mal, bis morgen dann das zweite Spiel, bevor der Event dann wieder weitergeht. Und jetzt würde ich einfach sagen, bevor ich noch weiter Brustchen quatsche, essen wir es mal. Die gemütliche Runde ist jetzt leider noch da. Essen ist schon so gut wie alles fertig. Aber wir sind schon wieder beim Nachtisch, den sich jetzt gleich Robert und Sina einverleiben wird. Die liebe Lisa wird uns zwar jetzt gleich schon wieder verlassen, leider Gottes, aber wir sehen sie ja morgen dann schon wieder beim Studio Frau. Du machst ja morgen auch einen Vortrag, nicht? Nee, nee, du morgen nicht. Aber nicht, du kannst mal morgen wohl zuhören, mal was die anderen mal sagen. Und die liebe Sophie von It's Happy ist heute auch zum ersten Mal mit da, zusammen mit ihrem Freund, gerade gemütlich beim Essen. Und wie findet ihr das Essen hier in Berlin? Super lecker. Ja, kann ich auch nur bestätigen, also das Lokal hier ist so richtig gut. Einsame Spitze, das Essen, wie gesagt, vegane Ente heute zum ersten Mal gegessen. Ganz echt mal empfehlen, Link unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr hier mal in Berlin seid, dann mal gerne auschecken wollt. Mmh. Oh, das ist geil. Und Robert schon wieder mal mit der Kamera in der Hand. Das war wirklich schön. Meine Lieben, wir sind indessen jetzt fertig, gemütlich, glaube ich. Alle sind jetzt langsam müde. Und am Anziehen, auf jeden Fall, das Essen war super lecker. Oder was meint ihr? Könnt ihr das empfehlen? Gut. Definitiv. Ja. Die 5 Stunden Fahrt haben sich gelohnt. Ja, da haben wir jetzt wieder gut gefüllt. Also zum Lokal kann ich euch ja jedenfalls mit empfehlen. Link unten in der Videobeschreibung. Checkt es auch mal aus, wenn ihr hier in Berlin seid oder mal nach Berlin kommt. Wie gesagt, die 2 Hübschen kommen direkt aus Frankfurt hierher, nur um hier essen zu gehen. Also es macht schon was aus. Ich sage, Berlin hat so viele tolle Lokale, wo es einfach mal lohnt, mal vorbeizuschauen. Einfach klasse. So, wir machen uns wie gesagt jetzt auf den Heimweg. Morgen geht's Studio V, möchten wir alle wieder fit und munter sein. Ich nehme jetzt gleich noch die 2 jetzt hier mit, so Nadine, beziehungsweise die 3. Und morgen sehen wir weiter. Hey ihr Lieben, dessen jetzt wieder zurück zusammen mit der anderen Rasselbande. Sind wir jetzt alle wieder bei Nadine. Jeder hat dessen jetzt so sein Bettchen, sein Zimmerchen gesucht. Ich sitze jetzt hier und werde jetzt noch ein bisschen noch arbeiten. Und ja, war ein schöner Tag heute auf jeden Fall. Ein bisschen lecker essen da in den einen Lokal. Zusammen mit Robert und mit der lieben Lisa und mit der Sophia und mit der Sina. Jo, morgen geht's dann zum Studio-V-Event. Wird auf jeden Fall richtig nice, freue mich schon. Das Einzige, was heute den Tag natürlich ein bisschen getrübt hat, mein Handy wurde heute geklaut. Ja, ist richtig so, ich saß heute im Digital Eatering. Ganz normal, bevor ich mich mit den anderen treffen wollte, habe da noch ein bisschen gearbeitet, Features hochgeladen und so weiter. Und da war auch jemand, der da halt nach Geld gebettelt hat und so weiter und irgend so ein Zettel da mir vor die Nase gehoben hat, wo anscheinend irgendwas, ich brauche Geld oder hab Hunger oder keine Ahnung. Ich konnte es nicht lesen, was da drauf stand. Und der wirkte dann auch ziemlich aufdringlich und hat dann mit dem Zettel da rumgewuselt. Der Mitarbeiter vom Digital hat ihn dann glücklicherweise zwar zur Tür hinausgewiesen und dann kurz nach knapp einer halben Stunde später, nachdem ich dann halt mal wieder auf mein Handy gucken wollte, weil ich was nachschauen wollte, musste ich feststellen, dass mein Handy nicht mehr an seinem Platz liegt. Und ich dachte, Scheiße. Konnte ich dann natürlich ziemlich schnell eins und eins zusammenzählen, dass er natürlich dadurch quasi nur abgelenkt hat und dann sich das Handy einfach mitgenommen hat. Wenn es er gemerkt hätte, hätte ich noch was sagen können. Wir hätten gleich die Polizei rufen sollen. Das ist halt wirklich Mist. Das Handy werde ich auch nicht wiedersehen. Hier in Berlin willst du das wiedersehen. Ich habe es auch schon versucht zu orten. Über den iPhone-Dienst gibt es ja auch, aber das Handy wird natürlich schon ausgeschaltet, schätze ich mal. Also es hat kein Signal aufgefangen. Dann hätte ich vielleicht noch danach gehen können. Es ist halt natürlich jetzt ziemlich doof. Das meiste, was mich natürlich schon hat, das Handy ist noch nicht mal abgezahlt. Also quasi, ich zahle jetzt noch gut zwei Jahre jetzt noch für 20, 30 Euro pro Monat für ein Handy, was ich nicht mehr habe.
Und man fühlt sich natürlich auch etwas ein bisschen abgeschnitten. Zwar ein Handy ist nicht alles und nicht glücklicherweise ist es nur das Handy und nicht irgendwas anderes. Aber trotzdem, man kann gerade nicht mehr telefonieren. Mein Wecker ist quasi, habe ich jetzt gerade nicht mehr am Start. Und noch nicht mal meine Map, dass ich mich hier in Berlin ein bisschen zurechtfinde, habe ich jetzt auch nicht da. Und alles. Die Apps, die ich sonst nutze, kann ich jetzt so auch nicht gerade nicht mehr nutzen. Kein Instagram mehr. Ich kann zwar Fotos noch mit meiner Kamera machen, auch das Handy momentan nicht mehr als Kamera benutzen. Glücklicherweise habe ich aber auch noch meine Canon jetzt hier, mit der ich filme, noch mit am Start, dass ich überhaupt noch meine Vlogs weitermachen kann. Mein MacBook ist ja noch da, dass ich überhaupt noch hier irgendwo mobil bin. Also normal kann es mit Alter irgendwie wenigstens noch weitergehen, nur mit dem Handy. Das wird jetzt erstmal schauen, wie ich das mache. Morgen, wie ich Zeit finde, beim Handyanbieter anrufen, das Handy erstmal sperren lassen, Karte sperren lassen und alles. Und ja, mal quatschen, was man da jetzt machen kann, wie es da jetzt aussieht in so einem Fall. Es ist ja noch Geld, was quasi umsonst erstmal bezahlt wird für den Dienst, den ich nicht nutzen kann. Das ist schon irgendwie scheiße gerade. Das hat mir ein bisschen den Abend ein bisschen versaut irgendwie. Ich habe zwar trotzdem noch mit den anderen noch einen schönen Abend gehabt, so ist es nicht, aber hätte schöner sein können. Ich hätte mich besser fühlen können. Das ist irgendwie, ja, komisches Gefühl gerade und irgendwie auch traurig. Ich bin nicht wütend. Ich bin ja auch nicht mal wütend auf den Mensch, der das gemacht hat in dem Sinne. Nicht mal zornig. Ich finde es nur traurig, dass Menschen überhaupt sowas machen. So eine Art Notlage ausnutzen und dann noch die Leute bestehlen. Ich würde nie auf die Idee kommen, überhaupt irgendjemand was zu klauen oder ein Handy einfach wegzunehmen. Also, und dann noch davor zu tun, so als würde ich nach Geld betteln. Also geht doch nicht. Das verstehe ich einfach bei den Menschen nicht. Das ist doch nicht normal. Das ist nicht fair. Irgendwie, aber okay. Ich hätte auch besser drauf aufpassen sollen, aber gut, man rechnet ja auch nicht damit. Ich war so sehr mit meiner Arbeit gerade vertieft, dann Ruhe gemacht, im Kaffee, geschweige im Kaffee bestohlen worden. Also man rechnet damit auch noch nicht und Digital ist ein gutes Kaffee, gutes Lokal. Aber die Leute sagen auch, die haben da schon öfters halt auch diese Fälle gehabt. Also wenn ich beim nächsten Mal wieder so einen sehe, dann werde ich gleich die Polizei beständigen. Also das lasse ich natürlich nicht nochmal zweimal mit mir machen. Da war ja davor schon mal so einer gewesen, der das auch irgendwie versucht hat. Aber da ist glücklich nichts geklaut worden und die Mitarbeiter konnten doch schnell reagieren. Die wollten zwar auch die Polizei rufen, aber dann ist er jeden schon abgehauen, nachdem er das mitgekriegt hat. Also da hat man schon gemerkt, dass da was faul ist. Aber okay, was wir machen. Das wollte ich euch nochmal mitgeben, dass ihr auch Bescheid weißt, was eben wieder mal alles so am Tag passiert wurde. Also gebe ich euch mit, meine Lieben. Haltet eure Handys im Auge. Passt auf, besonders auch wenn ihr in Berlin seid oder im Digital. Wenn irgendwelche Leute hier mit irgendeinem Papierfetzen ankommen und nach euch Geld betteln und die noch sich nicht ablenken wollen, passt auf eure Technik auf, guckt, dass ihr auch rechtzeitig alles noch am Start habt. Wenn nicht, dann reagiert gleich. Nur so ein Tipp euch, das kann ja auch in jeder anderen Stadt auch passieren. Also von daher, kleiner Hinweis mit auch an euch mit. Und ansonsten wird es morgen weitergehen. Morgen ist Studio V, machen wir munter weiter. Den ganzen Event morgen ist noch ein Vortrag, den ich mir gleich vorbereiten werde, so ein Thema Storytelling. Die Vorträge, denke ich mal, werden ja auch alle gefilmt dann wieder. Ihr werdet dann alle live sehen, inklusive im Studio V-Kanal und dann auch bei mir zum Teil. Ja, wird schon nice auf jeden Fall. Wir machen uns ein schönes Wochenende. Die anderen sind jetzt auch hier, jeder gerade jetzt in seinem Zimmer, schon im Bett. Morgen gehen wir alle mal gemeinsam los. In diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt auch erstmal. Ich sage, ich muss jetzt noch was arbeiten und Video schneiden. Es wird heute noch eine lange Nacht für mich. Weil es am Sonntag dann ihr noch was zu sehen habt, weil über das Wochenende werde ich jetzt kaum dazukommen. Und dann sage ich einfach, meine Lieben, das war Alter ihr und wir mit eurem Rico. Wir, meine Lieben, das seid natürlich wie immer ihr. Ihr allen wundervollen Menschen. Ich bin einfach so dankbar, dass ihr da draußen seid, dass es euch gibt. Und einfach nochmal Danke mit. In diesem Sinne sage ich, see you later, Alligator. Noch eine weitere wunderschöne Weihnachtszeit. Lasst euch gut gehen und bis zum nächsten Mal.